Hey ihr Lieben, heute wird es wieder sehr ekelhaft. David Parker Way, der Toybox-Killer. Für viele ein Begriff, für andere vielleicht nicht. Ich werde euch eine kurze Zusammenfassung des Falls rund um David Parker Way geben. Im Anschluss lese ich euch ein von mir übersetztes Transkript vor. Dieses beruht auf einer Kassette, welches er seinen Opfern vorgespielt hat, bevor er sie auf bestialische Art quälte, vergewaltigte und einige von ihnen wahrscheinlich auch umbrachte. Es wird wieder extrem. Die kurze Zusammenfassung sollte noch ertragbar sein. Das Transkript hingegen wird auch mich beim Einsprechen an meine Grenzen bringen. Ich werde natürlich alles mit Timestamps versehen, so dass ihr entscheiden könnt, welchen Teil des Videos ihr gucken möchtet. Nun, fangen wir an. David Parker Way wurde am 6. November 1938 in Belen, New Mexico geboren. Er wuchs mit seiner Schwester bei seinen Großeltern mütterlicherseits auf. Sein Vater hatte ein Alkoholproblem und war nur selten zu Besuch. Wenn er da mal anwesend war, hatte er regelmäßig Gewaltausbrüche, die er an seiner Frau und seinen Kindern ausließ. Schon im frühen Alter machte sein Vater David mit pornografischen Zeitschriften bekannt. Nicht selten waren diese gezielt für Leute mit einem SM-Fetisch ausgelegt. Warum Rays Vater ihm diese Hefte zur Verfügung stellte, weiß ich leider nicht. Allerdings kann ich es mir nur mit seiner Alkoholsucht erklären. Davids schulische Leistungen waren nie besonders gut. Zudem wurde er regelmäßig von seinen Mitschülern aufgezogen, da er sehr schüchtern in Gegenwart von Mädchen gewesen sein soll. Es wird vermutet, dass das Verhalten seiner Mitschüler, der frühe Kontakt zu Pornografie durch seinen Vater und die allgemeine Lebenssituation, in der David aufwuchs, eine sadomasochistische Störung in ihm auslöste. Zudem berichtet seine Schwester später, dass sie schon im frühen Teenageralter Zeichnungen von David fand, auf dem er gefesselte, nackte Frauen zeichnete. Trotz seiner nicht besonders guten schulischen Leistungen schaffte er den Highschool-Abschluss und bewarb sich anschließend beim Militär, wo er auch genommen wurde. Nachdem er seinen Militärdienst abgeleistet hatte, arbeitete er als Mechaniker. Über die nächsten Jahre seines Lebens ist nicht viel bekannt. Ermittler und das FBI gehen allerdings davon aus, dass er schon ab dem Jahr 1957 seine Fantasien in die Tat umsetzte. Im Jahr 1984 ließ er sich dann in Elephant Butte, New Mexico, mit seiner damaligen Frau, seine mittlerweile vierte Ehefrau, nieder. Diese Ehe hielt aber auch nicht für immer. Im Jahr 1994 ging auch diese Ehe zu Bruch. Es ist noch wichtig anzumerken, dass David Parker Way aus seinen Ehen zwei Töchter hatte. Im Jahr 1999 zog dann seine neue Freundin namens Cindy Handy bei ihm ein. Handys Vergangenheit ist von Leid, aber auch von Aggressivität durchzogen. Sie wurde mutmaßlich von ihrem Stiefvater missbraucht. Als sie ihrer Mutter davon erzählte, glaubte sie ihrem Stiefvater und warf ihre eigene Tochter aus dem Haus. Von nun an schlug sie sich selbst durch. Sie entwickelte eine Drogensucht und um diese zu finanzieren, verkaufte sie auch welche. Ex-Freunde von ihr berichten, dass sie ihnen gegenüber immer wieder aggressiv geworden ist. Auch ihr polizeiliches Führungszeugnis ist von Körperverletzungsdelikten übersät. Bevor sie David Parker Way kennenlernte, war sie in einem Programm für Straftäter zur Resozialisierung. Allerdings dauerte es nur einen Monat, bis sie vollkommen freiwillig in die ekelhaften Machenschaften von David Parker Way involviert war. Sie lud eine Bekannte namens Angelica ein, um eine Backmischung abzuholen, woraufhin Angelica von Way und Handy angegriffen und gefesselt wurde. Die beiden hielten sie für 5 Tage gefangen. In dieser Zeit wurde sie immer wieder von Way und Handy vergewaltigt und gequält. Nachdem sie mehrfach um ihr Leben flehte, wurde sie am 21. Februar 1999 gehen gelassen. Way hat sie an einem abgelegenen Highway ausgesetzt und verschwand. Es dauerte nicht lange, bis Angelica von einem Polizisten gefunden wurde. Sie erzählte dem Beamten die Geschichte. Nachdem dieser ihr anbot, sie zu einer Polizeiwache zu fahren, verneinte sie dieses. Ich gehe davon aus, dass sie aufgrund von ihren Drogenproblemen Angst hatte, mit der Polizei zu reden und selbst in Schwierigkeiten zu kommen. Nachdem der Polizist sie an einer Busstation absetzte, fuhr sie nach Hause und verständigte von dort erneut die Polizei. Diese reagierte allerdings nicht richtig. Es wurden zwar die Informationen aufgenommen, aber nie in Richtung von Ray und Handy ermittelt. Angelica konnte ihre volle Geschichte allerdings nie vor Gericht aussagen. Denn vor der Gerichtsverhandlung ist sie an einer Überdosis von mir unbekannter Drogen verstorben. Handy wollte kurze Zeit nach der Entführung von Angelica ihre Familie in einem anderen Bundesstaat der USA besuchen, da sie ihr erstes Enkelkind erwartete.
Allerdings machte sie mit Ray aus, dass sie eine Frau gefangen nehmen wollen, um seine Bedürfnisse für die Zeit, wenn Handy unterwegs ist, zu befriedigen. Das Opfer Cynthia Vigil wurde von Ray angesprochen. Cynthia arbeitete als Prostituierte. Nachdem sie etwas ausgemacht hatten, stieg sie in das Auto von Ray. Dort gab er sich als Polizeibeamter aus und versuchte Cynthia, Handschellen anzulegen. Diese fand die ganze Situation aber äußerst merkwürdig und kämpfte gegen die Handschellen an. Als Handy dazukommt und sie mit einer Waffe bedroht, überwältigen die beiden Cynthia und legen ihr die Handschellen an. Sie fahren gemeinsam in das Haus von Ray, wo Cynthia gefesselt und geknebelt und mit einem Metallkragen versehen wird. Über die nächsten 3 Tage wird sie gequält und vergewaltigt. Allerdings am 22. März 1999 schafft es Cynthia, sich zu befreien. Nachdem Ray zur Arbeit gefahren ist, schafft sie es in einem unbemerkten Moment, die Schlüssel des Schlosses ihres Metallkragens zu erreichen. Handy befindet sich in diesem Moment in der Küche. Als sie hört, was vor sich geht, stürmt sie zurück ins Wohnzimmer, wo Cynthia bereits mit Telefon in der Hand und gewählter Notrufnummer steht. Handy greift nach einer Lampe und schlägt damit auf Cynthia ein. Cynthia schafft es aber, einen Eispickel zu nehmen und diesen Handy in den Nacken zu stechen und loszulaufen. Sie läuft nackt, ca. 1,5 Kilometer, noch mit dem Metallkragen um den Hals, zum nächsten Haus, was sie findet. Dort stürmt sie hinein und bittet um einen Anruf bei der Polizei. Cynthia wird ins Krankenhaus gebracht und erzählt den Beamten, was sie erlebt hat. Da sie nicht die Adresse kennt, wo sie gefangen gehalten wurde, verfolgen die Beamten den Anruf zurück, den sie getätigt hatte, als sie von Handy angegriffen wurde. Als die Polizei bei der Adresse ankommt, ist niemand da. Allerdings sehen die Beamten einen kleinen Einblick des Paares. In dem ganzen Haus sind Folterwerkzeuge und Sexspielzeuge verteilt. Nachdem die Beamten herausgefunden haben, bei wem es sich um den Besitzer des Hauses handelt, entdecken sie 15 Minuten später das Auto von David Parker Way, in dem sich auch Cindy Handy befindet. Die beiden werden festgenommen. Sie geben auch zu, dass sie auf der Suche nach Cynthia gewesen seien. Cynthia allerdings eine Freundin sei und sie ihr helfen würden, ihre Heroinsucht zu überwinden. Die Beamten glauben ihnen nicht. Und so beginnt am 23. März 1999 die Ermittlung gegen David Parker Way. Nachdem die Ermittler herausfinden, welche Ausmaße der Fall rund um David Parker Way haben könnte, verständigen sie das FBI, welches 100 FBI-Agenten schickt, um bei der Aufarbeitung des Falls und der Untersuchung des Grundstücks zu helfen. Es werden unzählige Folterwerkzeuge und Sexspielzeuge gefunden. Am Rande des Grundstücks steht ein Trailer. Dieser wird später in den Medien als die Toybox bekannt werden. Mitten in ihr ein Gynäkologenstuhl mit Fesseln und Seilen. Es werden Videokameras mit verbundenen TV-Bildschirmen gefunden, so dass die Frauen, die dort gequält werden, sich selbst dabei zusehen können. Unzählige Elektroschocker, chirurgisches Operationsbesteck, die Ausmaße sind gigantisch und unbeschreiblich. Auf dem gesamten Grundstück verteilt werden noch 400 Gegenstände gefunden, die zu potenziellen Opfern gehören könnten. Diese Gegenstände wurden im Jahr 2011 von dem FBI online gestellt und sind für jeden einsehbar. Es werden auch Videokassetten gefunden, unter anderem mit Aufnahmen von Vergewaltigungen. In einer dieser Aufnahmen ist eine Frau zu sehen mit einem sehr markanten Tattoo. Die Polizei wendet sich an die Medien und lässt nach einer Frau suchen, die genau dieses Tattoo besitzt. Daraufhin meldet sich die Schwiegermutter von Kelly Jarrett. Hierfür müssen wir ein wenig in die Vergangenheit zurück. Nach einem Streit mit ihrem Freund entscheidet sich Kelly, mit ihren Freunden in eine Bar zu gehen und sich abzulenken. Unter ihren Freunden auch Jessie Way, die Tochter von David Parker Way. Kelly beschreibt, dass der Abend für sie wie folgt abgelaufen ist. Sie habe an dem Abend nicht besonders viel getrunken. Allerdings habe sie sich nach ein paar Bier nicht so gut gefühlt und der Großteil ihrer Freunde war bereits gegangen. So hätte sie Jessie Way darum gebeten, sie nach Hause zu fahren. Nachdem sie die Bar mit Jessie verlassen hat, kann sie sich vorerst an nichts erinnern. Ihr Mann meldet sie als vermisst, nachdem sie am nächsten Tag nicht zu Hause ist. Kelly ist 2 Tage wie vom Erdboden verschluckt, bis sie von David Parker Way nach Hause gefahren wird. Dieser erzählt ihrem Mann, dass er sie desorientiert am Strand gefunden hätte und mit ihr zu sich nach Hause gefahren wäre, wo er sie mit Wasser und Brot versorgt hätte, um sie anschließend zu ihrer Adresse zu bringen. Kelly erzählt daraufhin ihrem Mann, dass sie nicht wüsste, was in den letzten Tagen passiert sei. Dieser glaubt ihr allerdings nicht und trennt sich von ihr. Kelly hat über die nächste Zeit immer wieder Albträume.
Nachdem sich die Polizei bei ihr gemeldet hat, wird ihr eine Aufnahme von ihrer eigenen Vergewaltigung gezeigt, woraufhin sie Teile ihrer Erinnerung zurückbekommt. Sie erinnert sich, dass Jessie Way sie nicht nach Hause, sondern zu ihrem Vater gebracht hat, wo sie erst mit einem Messer bedroht und anschließend gefesselt wurde. Durch die mediale Präsenz des Falles meldet sich erneut Angelica bei der Polizei. Durch die drei Opfer, Angelica, Kelly und Cynthia, kann David Parker Way der Prozess gemacht werden. Er wurde im Jahr 2001 zu einer 224 Jahre langen Gefängnisstrafe verurteilt. Cindy Handy wurde zu einer 36-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Allerdings wurde sie im Jahr 2019 entlassen und ist seitdem wieder ein freier Mensch. Jessie Way wurde wegen Kidnapping zu 30 Monaten verurteilt. Im Jahr 2002 starb David Parker Way an einem Herzinfarkt und wurde nie für einen Mord verurteilt, obwohl Ermittler davon ausgehen, dass er rund 60 Frauen umgebracht haben soll. Dies war nur ein ganz kleiner Einblick in die Geschichte rund um David Parker Way. Es folgt jetzt die Tonbandaufnahme, die er vermeintlich seinen Opfern vorgespielt hat. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, es wird sehr ekelhaft. Überlegt euch gut, ob ihr das anhören möchtet. Und nachdem im letzten Video meine Meinung so gut angekommen ist, wird es diesmal wieder eine geben. Ich habe noch unglaublich viel zu besprechen, also falls ihr den Part mit der Kassette überspringen möchtet, könnt ihr euch gerne meine Meinung zu dem Fall anhören. Hallo du Schlampe, fühlst du dich gerade wohl? Ich bezweifle es. Hand- und Fußgelenke gefesselt, geknebelt, wahrscheinlich mit verbundenen Augen. Sie sind desorientiert und verängstigt, könnte ich mir vorstellen. Das ist unter den gegebenen Umständen völlig normal. Zumindest für eine Weile müssen sie sich zusammenreißen und das Band anhören. Es ist sehr relevant für ihre Situation. Ich werde ihm im Detail erklären, warum sie entführt wurden, was mit ihnen geschehen wird und wie lange sie hier sein werden. Ich kenne die Einzelheiten ihrer Entführung nicht. Denn dieses Band wurde am 23. Juli 1993 als Allgemeinberatungsband für zukünftige weibliche Gefangene erstellt. Die Informationen, die ich Ihnen geben werde, beruhen auf meiner mehrjährigen Erfahrung im Umgang mit Gefangenen. Sollte es zu einem späteren Zeitpunkt zu größeren Änderungen in diesem Verfahren kommen, wird das Band aktualisiert werden. Sie sind offensichtlich gegen ihren Willen hier. Völlig hilflos. Wissen nicht, wo sie sind. Wissen nicht, was mit ihnen passieren wird. Sie sind sehr verängstigt oder sehr wütend. Ich bin mir sicher, dass sie bereits versucht haben, ihre Hände und Füße zu befreien. Und sie wissen, dass sie es nicht können. Jetzt wartest du nur noch darauf, was als nächstes passieren wird. Du denkst wahrscheinlich, dass du vergewaltigt wirst. Und damit liegst du genau richtig. Unser Hauptinteresse gilt dem, was du zwischen deinen Beinen hast. Du wirst gründlich und wiederholt vergewaltigt werden. In jedem Loch, was du hast. Denn der Grund, warum du entführt und hierher gebracht wurdest, ist, dass wir dich als Sexsklavin ausbilden und benutzen können. Du denkst, das klingt etwas weit hergeholt? Nun, für Uneingeweihte ist es wohl auch so. Aber wir machen das andauernd. Du wirst dich daran gewöhnen müssen und es wird dir nicht gefallen. Aber das ist mir scheißegal. Es ist ja nicht so, als hättest du eine Wahl für die Angelegenheit. Du wirst mit Gewalt genommen und du wirst behalten und mit Gewalt benutzt werden. Alles läuft darauf hinaus, dass du nackt und angekettet wie ein Tier behalten wirst, damit wir jederzeit und in jeder erdenklichen Weise dich benutzen und missbrauchen können. Und du solltest dich langsam daran gewöhnen, denn du wirst hier so lange gehalten und benutzt, bis wir keine Lust mehr auf dich haben. Aber erstmal bleibst du hier, 1, 2, vielleicht 3 Monate. Das ist keine große Sache. Meine Freundin und ich halten uns schon jahrelang Sexsklaven. Wir haben beide eine Vorliebe für Vergewaltigung, Kerkerspiele und so weiter. Wir haben festgestellt, dass es äußerst praktisch ist, 1 oder 2 weibliche Gefangene zu halten, die ständig verfügbar sind, um unsere besonderen Bedürfnisse zu befriedigen. Wir sind sehr wählerisch, wenn wir uns ein Mädchen für unsere Zwecke schnappen. Es versteht sich von selbst, dass sie einen sehr schönen Körper haben und wahrscheinlich jung sind, vielleicht sogar sehr jung. Denn für unsere Zwecke bevorzugen wir Mädchen im frühen bis mittleren Teenageralter, die sexuell entwickelt sind, aber noch einen kleinen Körper haben, leicht Hand zu haben und abzurichten sind und normalerweise enge kleine Muschis und Arschlöcher haben. Sie sind perfekte Sklaven. Jedes Mal, wenn wir auf die Jagd gehen und keine kleinen Teenager finden, gehen wir in eine Homobar und suchen nach einer gut gebauten, großbrüstigen Lesbe. Ich genieße es sehr, Lesben zu vergewaltigen und zu vögeln. Und die Gefahr, dass sie eine Geschlechtskrankheit übertragen, ist nicht so groß. Und ich benutze nicht gerne Kondome. Außerdem haben sie, auch wenn sie schon etwas älter sind, immer noch enge Löcher zwischen den Beinen.
wie die jüngeren Mädchen. Es sei denn, sie haben schon viel mit Dildos gespielt. Wenn wir keine Lesbe finden, die wir wollen, schnappen wir uns alles, was jung, sauber und gut gebaut ist. Wir kommen selten mit leeren Händen zurück. Es gibt eine Menge Schlampen da draußen, aus denen wir wählen können. Und mit ein bisschen Übung sind sie meistens sehr leicht zu bekommen. Mit wenig Risiko. An diesem Punkt ist es uns egal, in welche Kategorie sie fallen. Sie sind hier und wir machen das Beste daraus. Sie werden in einem versteckten Raum untergebracht. Er ist schalldicht, ausbruchssicher und komplett mit Geräten und Ausrüstung ausgestattet, um unseren sexuellen Fetisch zu befriedigen. Es kann sein, dass noch ein weiteres Mädchen im Zimmer ist. Gelegentlich halten wir uns zur Abwechslung auch gerne zwei Sklavinnen gleichzeitig. Auf jeden Fall wirst du als neue Sklavin eine Zeit lang die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Wie ich schon sagte, du wirst wie ein Tier gehalten werden. Ich schätze, ich habe das schon zu lange gemacht. Ich vergewaltige Schlampen, seitdem ich alt genug war, um mir einen runterzuholen. Und kleine Mädchen die Hände auf dem Rücken zu fesseln. Für mich bist du ein hübsches Stück Fleisch, das benutzt und ausgebeutet werden kann. Es ist mir scheißegal, was du denkst oder wie du dich in der Situation fühlst. Du bist vielleicht verheiratet, hast ein oder zwei Kinder, einen Freund, eine Freundin, einen Job, ein bezahltes Auto. Scheiß drauf. Mir ist alles scheißegal. Ich will nichts davon hören. Das ist etwas, womit du fertig werden musst, wenn du frei bist. Ich lege Wert darauf, dass ich nie eine Sklavin mag. Und ich habe verdammt nochmal keinen Respekt vor dir. Hier ist dein Status nicht höher als der eines Hundes oder eines Tieres im Stall. Dein einziger Wert für uns ist die Tatsache, dass du einen attraktiven, brauchbaren Körper hast. Und wie andere Tiere wirst du gefüttert und getränkt, in guter körperlicher Verfassung gehalten, einigermaßen sauber gehalten und du darfst bei Bedarf die Toilette benutzen. Im Gegenzug wirst du hart rangenommen, vor allem in den ersten Tagen, wenn du noch frisch und neu bist. Du wirst in verschiedenen Positionen angekettet, normalerweise mit weit gespreizten Beinen oder Knien. Deine Muschi und dein Arschloch werden ein richtiges Workout bekommen. Besonders dein Arschloch, denn ich stehe auf tierischen Sex. Außerdem werden deine beiden Löcher, unter anderem mit einem ziemlich großen Dildo, ausgiebig benutzt werden. Und es versteht sich von selbst, dass es eine Menge Oralsex geben wird. Bei zahlreichen Gelegenheiten wirst du dazu gezwungen sein, meinen Schwanz zu lutschen und Muschis zu lecken, bis dein Kiefer schmerzt und deine Zunge wund ist. Du wirst es vielleicht nicht mögen, aber du wirst es verdammt nochmal tun. Und das ist nur der einfache Teil. Zu unserem Fetischen gehören strenge Fesselspiele, Kerkerspiele, ein bisschen Sadismus. Nichts Ernstes, aber unangenehm und manchmal schmerzhaft. Nur ein paar kleine Kinks, wenn wir uns an einer Schlampe wie dir aufgeilen. Wenn du ein junger Teenie bist und nichts über Fetische weißt, bekommst du gleich einen Crashkurs in Sachen Sex. Wer weiß, vielleicht gefällt dir was davon. Das kommt vor gelegentlich. Wenn wir uns die Zeit und Mühe nehmen, können die meisten Schlampen auch unter diesen Bedingungen zum Orgasmus gebracht werden. Ich habe dir bereits gesagt, dass du ein oder zwei Monate hier sein wirst. Oder vielleicht auch drei, wenn du uns weiter anmachst. Wenn es um meine Frau ginge, würden wir dich auf unbestimmte Zeit hier behalten. Sie sagt, dass es genauso viel Spaß macht und weniger riskant ist. Aber ich persönlich mag Abwechslung. Ab und zu eine neue Muschi, mit der ich spielen kann. Wir nehmen uns jedes Jahr 4 oder 5 verschiedene Mädchen, je nach Lust und Laune. Und manchmal auch zufällige Begegnungen. Im Grunde sind wir wohl wie Raubtiere. Wir sind immer auf der Suche. Gelegentlich wird ein kleines süßes Ding vom Straßenrand mitgenommen. Wenn sie spazieren geht, Fahrrad fährt oder joggt. Immer wenn sich so eine Gelegenheit bietet und das Risiko nicht zu hoch ist, schnappen wir sie uns. Auch wenn wir bereits einen Gefangenen im Spielzimmer haben. Abwechslung ist definitiv die Wurzel des Lebens. Ich bin mir sicher, dass du ein großartiges kleines Stück Arsch bist. Und es viel Spaß machen wird, mit dir zu spielen. Aber irgendwann werde ich deiner überdrüssig. Wenn ich jede Schlampe töten würde, die wir gekidnappt haben, wären überall im Land Leichen aufgehängt. Und außerdem töte ich nicht gerne Mädchen. Es sei denn, es ist absolut notwendig. Also habe ich mir eine sichere alternative Methode der Beseitigung ausgedacht. Ich hatte im Laufe der Jahre viele Schlampen, an denen ich üben konnte. Also habe ich es ziemlich gut drauf. Und ich genieße es. Ich stehe auf Psychospielchen. Wenn wir mit dir fertig sind, wirst du aus einer Kombination aus Natrium-Pentotal und Phenobarbital betäubt. Beides sind hypnotische Medikamente, die dich extrem empfänglich für Hypnose, Selbsthypnose und Hypnose-Sukzession machen. Du wirst ein paar Tage lang betäubt bleiben, während ich mit deinem Verstand spiele. Wenn ich mit der Gehirnwäsche fertig bin, wirst du von diesem kleinen Abenteuer nichts mehr wissen.
Es wird keine DNA-Beweise geben, denn du wirst gebadet und deine beiden Löcher zwischen den Beinen werden gründlich ausgespült. Sie werden anschließend angezogen, betäubt und auf einer Landstraße ausgesetzt, mit blauen Flecken. Aber nichts, was nicht in 2 Wochen verheilt. Der Gedanke, einer Gehirnwäsche unterzogen zu werden, mag ihn einfach nicht gefallen. Aber wir machen das schon so lange so und es funktioniert. Und es ist das kleinere von 2 Übeln. Ich bin mir sicher, dass du es vorziehen würdest, anstatt erwürgt oder die Kehle durchgeschnitten zu kriegen. Okay, zweifellos wird jemand nach dir suchen. Vielleicht gibt es sogar eine Vermisstenanzeige, vielleicht aber auch nicht. Aber hier wird niemand nach dir suchen. Sie haben keine Ahnung, wo du bist. Du weißt nicht mal, wo du bist. Wir sind da immer sehr vorsichtig. Es gibt keine Ritter in glänzender Rüstung, die kommen, um dich zu retten. Du bist ganz auf dich alleine gestellt. Und ich wette, dass unter den gegebenen Umständen ein beängstigender Gedanke. Wenn noch ein anderes Mädchen mit dir im Raum ist, wird sie dir auch nicht helfen können. Denn sie ist in der gleichen Lage, wie du dich befindest. Was die Flucht angeht, wirst du sicher versuchen, einen Weg zu finden. Das ist menschliche Natur. Aber es ist kaum wert, hier darüber zu reden. Es wäre unklug von uns, sie im Wald herumlaufen zu lassen und Vergewaltiger zu schreien. Das wäre gelinde gesagt eine Peinlichkeit. Deshalb sind sie in einer Umgebung untergebracht, die noch sicherer ist als eine Gefängniszelle. Falls noch nicht geschehen, wird ihnen in Kürze ein Stahlkragen mit einem Vorhängeschloss um den Hals gelegt. Es hat eine lange schwere Kette, die mit einem Vorhängeschloss an einem Ring im Boden befestigt ist. Das Halsband wird nie abgenommen, bis sie freigelassen werden. Es ist fester Bestandteil des Systems. Das versteckte Spielzimmer, in dem du gehalten wirst, hat Wände, Boden und Decke aus Stahl. Es ist praktisch schalldicht und hat eine Stahltür mit 2 Schlössern. Die Scharniere sind angeschweißt und im Außenbereich befinden sich 2 schwere Riegel. Dieser Raum ist absolut ausbruchssicher, sogar mit Werkzeug. Immer wenn sie unbeaufsichtigt im Raum sind, werden ihre Handgelenke angekettet und es gibt einen elektrischen Sensor, der uns meldet, wenn sie sich zu viel bewegen. Und als ob das nicht genug wäre, gibt es ein geschlossenes TV-System mit einer Überwachungskamera. Es ist mit dem Hauptfernseher im Wohnzimmer verbunden, so dass wir ab und zu nach dir sehen können oder dich einfach nur zum Spaß beobachten. Elektronisch ist das eine wunderbare Sache. Aber es ist teuer, verdammt teuer. Aber alles in diesem Zimmer ist teuer und verdammt viel wert. Wenn jeder wüsste, wie viel Spaß es machen würde, eine Sexsklavin zu halten, würde die Hälfte der Frauen in irgendeinem Keller angekettet sein. Wir haben eine Menge Übung darin. Und, wir sind wirklich besorgt, dass du entkommst. Und deswegen wirst du verdammt nochmal nirgendwo hingehen. Wenn du jetzt noch nicht nackt bist, wirst du es bald sein. Deine Kleidung wird eingesackt und aufbewahrt, bis wir uns entscheiden, dich freizulassen. Was das Nacktsein angeht, kannst du dich ruhig daran gewöhnen. Für das, wofür wir dich benutzen wollen, wäre Kleidung einfach im Weg. Außerdem sehe ich mir gerne nackte Körper von Frauen an. Egal ob mitten im Zimmer oder von einem Fernseher. Wie ich bereits gesagt habe, wirst du regelmäßig gefüttert und getränkt. Sicherlich nicht so viel, wie du es gewohnt bist, aber genug, um dich gesund zu halten. Du wirst nur einmal am Tag gefüttert, wie die anderen Tiere auch. Und die ersten Tage, bis du dich daran gewöhnt hast und dein Magen sich zusammenzieht, wirst du dich etwas schwach fühlen und ständig hungrig sein. Es dauert aber nicht lange, 3 oder 4 Tage. Und in den ersten Tagen, bis du dich an die Umgebung gewöhnt hast, ziehe ich es ohnehin vor, dass du etwas geschwächt bist. Du weißt bereits, dass du entführt und hierher gebracht wurdest, damit wir dich zu einer Sexsklavin ausbilden und benutzen können. Mir ist klar, dass es schwer zu schlucken ist. Entführt und eine Sexsklavin sein. Manche Mädchen haben wirklich große Probleme damit. Und ich bin mir sicher, dass du auch zu einem gewissen Grad ein Problem damit hast. Aber sieh es ein. Du kannst nicht entkommen, du kannst nicht Nein sagen, du wirst die ganze Zeit über nackt sein. Du wirst nicht in der Lage sein, zu kämpfen oder dich zu wehren. Du wirst da liegen müssen und es hinnehmen. Ob gut oder schlecht, egal was mit dir gemacht wird. Ein beängstigender Gedanke. Ja, aber es gibt keine Alternative. Nichts, was du sagst oder tust, wird die Tatsache ändern, dass es passieren wird. Viele Mädchen betteln und flehen. Fast alle weinen, sehr viele. Besonders in den ersten 3 oder 4 Tagen. Und einige schreien oder drohen. Aber ich habe ein Poster an der Wand im Spielzimmer. Auf dem steht alles. Wenn sie es wert sind, genommen zu werden, sind sie es wert, behalten zu werden. Und nur damit du es weißt, da du hier gegen deinen Willen festgehalten wirst, werden wir dir nie etwas glauben. Was du sagst, tust oder versprichst,
Du bist eine potenzielle Bedrohung für uns und wirst immer so behandelt. Bei zahlreichen Gelegenheiten haben mir Schlampen gesagt, dass sie alles tun würden, was ich von ihnen verlange, wenn ich ihnen nur die Ketten abnehmen würde. Man hat mir Lösegeld angeboten und es gab sogar Mädchen, die sagten, dass es ihnen gefallen würde. Geld ist nicht so wichtig. Und Masochisten gibt's verdammt selten. Ich frag mich, was deine Masche sein wird. Nichts, was ich noch nicht gehört habe. Das wette ich. Nun, lass uns das Thema wechseln. Ein bisschen weißt du ja bereits, dass du eine gewisse Zeit im Spielzimmer bleiben wirst. Aber ab und zu nehmen wir eine Gefangene gerne mit ins Schlafzimmer. Natürlich in Ketten. Außerdem haben wir ein paar sehr enge Freunde, mit denen wir ab und zu feiern. Sie wissen von unseren Vorlieben und haben keine Probleme damit, eine Sklavin zu ficken. Es kann sein, dass du sie ab und zu bedienen musst, aber das ist meistens ganz einfach. Nur ficken und blasen. Aber manchmal, wenn wir eine Party haben, ziehe ich eine kleine Sache ab, eine Show, die dir nicht gefallen wird. Du wirst ins Wohnzimmer gebracht und auf den Boden gelegt, auf Hände und Knie, nackt. Deine Handgelenke, Knöchel, Knie und Hüften werden einem Metallrahmen geschnallt, um deinen Körper in dieser Position zu halten. Das Gestell ist für die Hündchenstellung gedacht, der Arsch in die Luft, die Geschlechtsorgane entblößt, die Titten hängen an der Seite herunter. Die Knie sind etwa 10 cm gespreizt, die Position, die einer läufigen Hündin ähnelt, genau in der Mitte des Fußbodens, so dass wir auf der Couch sitzen und dir zusehen können. Ich werde deinen Rücken, deinen Nacken und deine Geschlechtsorgane mit Moschus eines Hundezüchters einreiben. Jetzt habe ich 3 Hunde, alle sind männlich, weil ich keine verdammten Welpen brauche. Einer von ihnen ist ein sehr großer deutscher Schäferhund, der immer geil ist. Und es liebt, wenn ich ihn ins Haus hole, um eine Frau zu ficken. Nachdem ich ihn ins Haus gelassen habe, schnüffelt er ein bisschen an dir herum. Und innerhalb von einer Minute besteigt er dich. Die Chance ist 50-50, in welches Loch er seinen Penis steckt. Aber es scheint ihn nicht zu stören, ob es Muschi oder Arschloch ist. Sein Penis ist extrem dünn. Er lässt sich leicht einführen. Aber er ist etwa 10 cm lang. Und wenn er völlig erregt ist, bekommt er einen höllischen Knoten, genau in der Mitte. Es gibt Sklavinnen, die sagen, es fühlt sich an, als hätte man einen Baseball in sich. Es dauert nicht lange. Er wird dich etwa 3 oder 4 Minuten sehr schnell vögeln. Während er das tut, schlingt er seine Vorderbeine um deine Brüste, um die Position zu halten. Dabei zerkratzt er wahrscheinlich auch ein bisschen die Titten mit seinen Krallen. Wenn er durch ist, dreht er sich normalerweise um und versucht, sich herauszuziehen. Oh, jetzt wird's ein wenig ziehen. Nicht viel, meistens nur ein gleichmäßiger Druck. Ich habe die Zeit gemessen. Der Knoten schrumpft normalerweise so weit zusammen, dass er etwa in 3 Minuten aus der Muschi herauskommt. Wenn er in deinem Arsch steckt, etwa 5 Minuten. Ich benutze den Hund nicht so oft, aber ich entziehe ihm auch keine Muschi. Es besteht kein Zweifel daran, dass er ein paar Mal in dich eindringen wird, während du hier bist, weil ich mir das gerne ansehe. Und wenn du, ich und der Hund alleine sind, wird er immer in deinen Hintern eindringen. Der Hundeknoten an seinem Penis ist groß und extrem unangenehm, wenn er ihn in... Boah, Scheißdreck, Alter. Wenn er ihn in deinem Anus hin und her schiebt. Ich genieße es wirklich, ein Mädchen dabei zuzusehen, wie es wackelt, zuckt und sich windet, während er das tut. Deshalb helfe ich ihm ein bisschen dabei, das richtige Loch zu bekommen. Wenn sie jetzt denken, dass das alles krank und verdorben ist, haben sie noch nichts gesehen. Dies ist eine andere Welt. In unserem kleinen Freundeskreis sind Kleinigkeiten wie Vergewaltigung, Entführung, Hundefick und derartiges an der Tagesordnung. Eine Selbstverständlichkeit. Hier kann alles passieren und oft passiert es auch. Wir leben gerne in den Bergen, weil es dort ruhig, abgelegen und privat ist und sich jeder um seinen eigenen Kram kümmert. Das einzige Haus in der Nähe gehört unseren Freunden und die hören und sehen nichts. Okay, lass uns über deine Ausbildung, die Regeln und die Bestrafung sprechen. Hier bist du eine Sklavin und die Disziplin ist extrem streng. Du bekommst eine Reihe von Regeln, Dinge, die du tun darfst und nicht tun darfst. Und du wirst lernen, dich daran zu halten, denn jedes Mal, wenn du gegen die Regeln verstößt, wirst du bestraft. Sobald dir eine Regel gesagt wird, wird sie für dich zum Gesetz. Und du weißt, was jedes Mal passieren wird, wenn du Mist baust. Wir werden verschiedene Methoden der Bestrafung anwenden. Eine Peitsche ist ein ausgezeichnetes Trainingsmittel, ebenso wie Elektroschockgeräte. Jedes Mal, wenn du aus der Reihe tanzt, wird das eine oder beide an deinem Körper angewendet. Und ich versichere dir, es wird nicht angenehm sein.
Es gibt nicht viele Regeln und sie sind sehr leicht zu merken. Aber du wirst Fehler machen. Das macht jeder Sklave. Ich mag keine Wiederholungstäter. Das macht mich sehr wütend. In den ersten paar Stunden, wenn du das erste Mal gegen eine bestimmte Regel verstößt, wird ein Lernprozess durchgeführt. Das zweite Mal, wenn du gegen dieselbe Regel verstößt, wirst du leicht bestraft. Und beim dritten Mal, wenn du dagegen verstößt, wird es eine volle Strafe geben. Nach dem ersten Tag werden wir überhaupt nicht mehr nachsichtig mit dir sein. Wir erwarten dann totalen Gehorsam. Fangen wir also richtig an. Du bist ein Sklave. Du merkst es noch nicht, aber irgendwann wirst du es merken. Ich bin dein Herr und die Dame ist deine Herrin. Du wirst völlig gefügig sein und du wirst nur sprechen, wenn du angesprochen wirst. Beginn niemals ein Gespräch. Halt dein Maul. Jedes Mal, wenn du angesprochen wirst, musst du antworten. Und zwar in der richtigen Sprache. Denken Sie dran, dass wir uns in einem Kerkerspiel befinden. Und solange Sie hier sind, gibt es nichts anderes. Jedes Mal, wenn dir eine Frage gestellt wird, die mit Ja oder Nein beantwortet werden muss, antwortest du mit Ja, Herr, Nein, Herrin, Nein, Herr und so weiter. Damit zeigst du den angemessenen Respekt, das Wort Herr oder Herrin verwenden zu müssen. Mag für dich komisch eine Kleinigkeit sein, das ist in Ordnung. Wenn du es nicht tust, kannst du, während du ausgepeitscht oder mit Elektroschockern gequält wirst, darüber lachen. Du wirst auf Befehle ohne Protest oder Widerstand reagieren. Tu genau das, was dir gesagt wird, nichts anderes. Vergiss nicht, du bist eine Sklavin und dass du bei Nichtbefolgen eines Befehls definitiv Ärger bekommen wirst. Wenn ich beschließe, dich in deine Muschi oder deinen Arsch zu vergewaltigen, wehr dich nicht, kämpf nicht. Wenn ich dir sage, dass du deine Beine spreizen oder zurückziehen sollst, sagst du Ja, Meister, und befolg den Befehl, denn du musst es tun. Für alles andere wirst du geschlagen. Wenn ich dir sage, dass ich einen geblasen bekommen möchte, sagst du Ja, Meister, und öffnest deinen Mund. Ich liebe Oralsex. Wenn es richtig gemacht wird, ich zeig dir genau, wie ich es mag. Wie du deine Lippen und deine Zunge bewegen kannst. Wir werden viel üben. Jedes Mal, wenn ich bereit bin zu kommen, werde ich dir meinen Penis in die Kehle schieben und ihn dort lassen, bis ich fertig gespritzt habe. Ich werde dich nicht erwürgen, aber du musst lernen, die Luft anzuhalten und jeden Tropfen des Spermas zu schlucken. Wenn ich sehe, dass nur ein Tropfen aus deinem Mund kommt, werde ich dich bestrafen. Im Grunde genommen wird das bei deiner Herrin genauso sein. Wenn sie Oralsex verlangt, sagst du Ja, Herrin, und gehst darauf ein. Und du wirst deine Zunge so lange an ihrer Muschi einsetzen, bis sie kommt. Ich kann nicht vorhersehen, was für eine Art von Schlampe du sein wirst, wie du über Oralsex denkst oder irgend solch ein Scheiß. Aber ich sag dir eins, wenn du beim Oralsex oder sonst wo ein von uns beißt, werde ich dich ein bisschen schneiden. Als Vorspeise schneide ich dir die Brustwarze ab. Und wenn es ein schlimmer Biss ist, schneide ich dir sogar auch die Titte ab. Deine Zähne sind eine ernstzunehmende Waffe. Und wir werden einen Scheiß von dir dulden. Ich bin gebissen worden und habe Brustwarzen abgeschnitten, also mach keinen Scheiß. Damit ist genug gesagt. Denk an die Befehle. Ja, Herr, nein, Herrin. Wenn deine Herrin ins Zimmer kommt und dir sagt, dass du dich auf den Boden legen sollst, dann sagst du Ja, Herrin und legst dich genauso auf den Boden, wie sie es gesagt hat. Wenn sie dir sagt, du sollst die Knie hochziehen, sagst du Ja, Herrin und ziehst die Knie hoch. Wenn sie dir sagt, du sollst die Knie spreizen, sagst du Ja, Herrin, und spreizt sie so weit auseinander und hältst die so, damit sie mit deiner Muschi spielen und Dildos benutzen kann. Ein Sklave muss jedem Befehl gehorchen und darf keinen Widerstand leisten. Merk dir das. Sag niemals Nein. Es sei denn, es sei gerechtfertigt, zum Beispiel als Antwort auf eine Frage. Wenn einer von uns beiden oder wir beide beschließen, dich in eine andere Fesselposition zu bringen, werden wir die Ketten an deinen verschiedenen Körperteilen, Hand- und Fußgelenke abgenommen. Niemals am Hals. Treten Sie nicht, wehren Sie sich nicht und leisten Sie keinen Widerstand. Doch wenn du es tust, wirst du dich in einer Welt von Schmerz wiederfinden. Wenn du aufgefordert wirst, dein Bein auszustrecken, damit ich eine Kette an dein Fußgelenk befestigen kann, sagst du Ja, Herr oder Ja, Herrin und streckst dein Bein aus. Bei wiederholten Regelverstößen werden die Strafen schließlich härter und sogar brutal werden. Und du wirst niemanden haben, dem du die Schuld geben kannst, außer dir selbst. Ich sollte dir auch sagen, dass es Zeiten geben wird, in denen die Peitsche und Elektroschocker nicht zur Bestrafung, sondern zu unserem Vergnügen eingesetzt werden.
Der Unterschied wird sein, dass die Peitschenhiebe zum Vergnügen viel leichter sein werden. Sie werden zwar höllisch brennen, aber nicht dieses brennende Gefühl haben und Striemen hinterlassen, die noch stundenlang schmerzen. Was die Elektroschockermaschine angeht, wird die Spannung heruntergedreht. Es wird nicht diese harte Elektrizität sein, die deinen Körper zucken und dich über den ganzen Tisch fliegen lässt. Das hast du noch nie erlebt. Aber ich bin mir sicher, du wirst es noch. Um diese Bestrafung zu vermeiden, musst du sehr ruhig, sehr fügsam und sehr gehorsam sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir sehr schwer fallen wird. Du wirst uns wahrscheinlich ein paar Mal testen, um zu sehen, ob das hier echt ist. Das tun die meisten Gefangenen. Wenn sie wollen, bitte sehr, das gehört zum Spiel. Jetzt lassen sie uns über das Reden reden. Du darfst nicht reden. Du darfst nicht sprechen. Es sei denn, du hast die Erlaubnis bekommen. Ich glaube, diese Regel bringt mehr Schlampen in Schwierigkeit als alles andere, weil sie ihre verdammte Klappe nicht halten können. Sie wollen immer betteln, jammern, flehen und versuchen, mich zu überreden, sie freizulassen. Früher habe ich mir das angehört. Das tue ich nicht mehr. Ich genieße lediglich die Stille. Hier ist dein Mund zum Saugen da, nicht zum Reden. Hier möchte ich dich nur sprechen hören, wenn du auf die Toilette musst. Und du wirst lernen, es richtig zu tun. Herr, darf ich bitte auf die Toilette? Oder Herrin, darf ich die Toilette benutzen? Als Antwort werden wir dich fragen, was du tun musst. Wenn du pinkelst, sagst du Pipi Herr oder Pipi Herrin. Wenn du kacken musst, sagst du Kacken Herr oder Kacken Herrin. Das wird so gemacht, weil du oft in schweren Ketten steckst, mit vielen Riemen am Körper, Ketten an den Händen und Fußgelenken. Ein Haufen Zeug, das, zeitraubend und schwer zu lösen ist. Wenn du pinkeln musst, benutzen wir eine Bettpfanne. Wenn du scheißen musst, musst du vielleicht eine Weile halten. Was auch immer es ist, wir müssen es wissen. Und du musst uns auf jeden Fall Bescheid sagen. Denn wenn du eine Sauerei machst, wirst du bestraft und musst es wegputzen. Jetzt habe ich die Grundlagen ziemlich gründlich behandelt. Du weißt, dass du dein Maul halten musst und nicht versuchst zu reden. Du weißt, wie mein Herr und Herrin sagt. Du weißt, wie du dich zu verhalten hast und du weißt, wie du auf Befehle reagierst. Wenn du lernst, all das zu tun, wirst du keine große Strafe erleben. Wir werden gut miteinander auskommen. Kassette 2. Es wird noch eine Menge anderer Dinge mit deinem Körper gemacht werden, außer Ficken und Blasen. Aber dafür wirst du streng gefesselt oder auf einen Gynäkologenstuhl festgeschnallt. Du wirst dich sowieso nicht wehren können. Jetzt wird von dir verlangt, dass du schnell lernst. Ausbilden gehört nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen und ich ficke lieber mit einem ausgebildeten Sklaven. Ich habe dir bereits die Grundlagen beigebracht. Es gibt nicht mehr viel zu lernen. Aber bis du tatsächlich akzeptierst, dass du ein Sklave bist, wirst du damit Probleme haben. Denk dran, dass du jedes Mal, wenn du Mist baust, bestraft wirst. Und nachdem das einmal passiert ist, wirst du es wirklich fürchten. Manche Mädchen neigen dazu, ein wenig rebellisch zu sein. Davon würde ich dir auf jeden Fall abraten, denn es bringt dich in ernsthafte Schwierigkeiten. Hier musst du definitiv fügsam sein. Wir haben das schon oft gemacht, dass wir genau wissen, was wir mit einem Sklaven machen wollen. Wenn du keine Probleme bereitest, werden wir deinen Körper nicht mehr antun als nötig, um unsere sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Am Anfang, wenn wir ein neues Mädchen im Spielzimmer haben, sind wir wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug. Du bist frisch und aufregend und wir werden viel Zeit damit verbringen, mit dir zu spielen. Später, wenn das neue Gefühl abgeklungen ist, wird sich eine gewisse Routine einstellen. Wir werden nur noch 3 oder 4 Stunden pro Tag im Spielzimmer verbringen. Du wirst viel Freizeit haben, um dich auszuruhen, zu schlafen, fernzusehen oder was auch immer. Wenn du dich halbwegs anständig benimmst, wird man dich in einer angemessenen, bequemen Position lassen, damit du dich entspannen kannst. Was den Sex angeht, so wird deine Herrin ein paar Mal am Tag ihre Muschi geleckt haben wollen. Ich für meinen Teil mag es 2 oder 3 Mal am Tag in meine Sklaven zu kommen. Normalerweise in ihrem Mund oder in ihrem Arschloch. Versteh mich nicht falsch, ich stecke meinen Schwanz auch hin und wieder in die Fotze. Aber die meiste Zeit, wenn ich dieses Loch benutze, werde ich mit großen Dildos arbeiten. Wir werden mehrmals am Tag rein und raus gehen, aber du wirst viel Freizeit haben. Aber ich muss dir sagen, dass es noch eine andere Seite der Medaille gibt. Ab und zu bekommen wir eine Schlampe, die widerspenstig und rebellisch ist. Unkooperativ. Das funktioniert hier nicht. Ich bin mir sicher,
Sie wissen, dass sie sich auf dünnem Eis bewegen. Das ist extrem gefährlich. Wenn es sein muss, bin ich in der Lage, Dinge mit deinem Körper anzustellen und dich auf eine Weise zu quälen, die du dir nicht einmal vorstellen kannst. Das Spielzimmer ist mit einem kompletten Satz an chirurgischen Instrumenten ausgestattet, die ich bereits benutzt habe und bei Bedarf wieder benutzen werde. Ich habe dir bereits gesagt, was passiert, wenn du beißt. Um hier völlig sicher zu sein, musst du gefügig sein. Solltest du einen von uns aus Versehen oder auf eine Art und Weise verletzen, kratzen oder treten, könntest du in sehr ernste Schwierigkeiten geraten. Ich bin mir sicher, dass du die Erfahrung überleben willst. Und ich will das auch, aber du bist entbehrlich und es ist keine große Sache, einen Ersatz zu besorgen. Es mag hart und kalt klingen, aber wenn du uns zu viel Ärger machst oder eine Bedrohung für uns darstellst, werden wir keine Skrupel haben, dir die Kehle durchzuschneiden. Wie ich schon sagte, töte ich die Mädchen, die wir hierher bringen, nicht gerne. Aber gelegentlich passiert so etwas. Was soll ich sagen? Ich würde es wirklich hassen, diesen hübschen kleinen Körper irgendwo einmal in einem Canyon zum Verrotten abladen zu müssen. Ich will dich nicht erschrecken, aber so ist es nun mal. Sei nett, halt dein Maul, lern die Regeln und überleb. Wir stehen auf SM und du wirst ein wenig verletzt werden. Aber alles, was wir mit dem Mädchen machen, wird darauf ausgelegt, Schmerzen zu verursachen, nicht Verletzungen. Das ist ein großer Unterschied. Egal wie schmerzhaft es ist. Nichts von dem, was wir mit deinem Körper vorhaben, wird ernsthafte oder dauerhafte Schäden verursachen. Ich lüge dich nicht an oder versuche es dir leichter zu machen. Das wäre sinnlos. Ich sag dir nur, wie es ist. So machen wir es und so bleibt es. Es sei denn, wir haben Probleme mit ihnen. Ich habe dir bereits gesagt, dass du nun leicht ausgepeitscht wirst. Zum Vergnügen. Die Elektroschocks werden nur leicht und zum Vergnügen eingesetzt. Die meisten der anderen fiesen Kleinigkeiten, die wir dir antun werden, werden wir an deinen Brüsten, deinen Brustwarzen und zwischen deinen Beinen tun. Die Herrin hat Glück, sie kann jederzeit zu einem Orgasmus kommen. Sie mag es einfach ab und zu mit dem Sklaven ein wenig sadistisch zu sein. In meinem Fall kann ich nicht in ein Mädchen abspritzen, ohne ihr vorher weh zu tun. Das ist der Grund, warum ich auf Vergewaltigung und Sklaverei stehe. Und der Grund dafür, dass man gewisse Maßen an Schmerzen erleiden muss. Meistens stechen wir einer Gefangenen Nadel in die Brustwarzen, in die Brust, in die Schamlippen, in die Klitoris. Und ich mag es, bestimmte Dinge zu dehnen. Gelegentlich werden Klammern mit Nylonschnüren an die Schamlippen angebracht, damit die Muschi offen gehalten werden kann. Und so werden auch die Brustwarzen befestigt. Die Nylonschnüre werden durch Deckenringe oder Ringe an den Seiten des Tisches durchgeführt und festgezogen, um deine Titten zu dehnen. Gelegentlich wird auch deine Klitoris geklemmt und gedehnt und wir werden Dildos benutzen. Die Dildos werden viel benutzt, mehr als alles andere. Und deshalb wirst du damit auch die meisten Schwierigkeiten haben. Viele von ihnen sind lang, haben einen großen Durchmesser und sind sehr schmerzhaft, wenn sie hineingedrückt werden. Deine Herrin wird sie in deiner Muschi benutzen und ich benutze sie gerne in beide Löcher. Das war's eigentlich schon. Es wird noch ein paar andere kleine Dinge geben, die wir machen. Nichts von großer Bedeutung und nicht oft, nur zur Abwechslung. Was die Nadeln angeht, so werden sie immer steril sein. Die Klammern werden verdammt wehtun, aber sie werden keine bleibenden Schäden verursachen. Sie verletzen nicht einmal die Haut. Was die Dildos angeht, so werden sie die beiden Löcher zwischen deinen Beinen verdammt stark dehnen. Es wird wehtun, aber sie werden sich dehnen. Deine Muschi ist dafür gedacht, dass ein Baby aus ihr herauskommt. Und wir werden nichts verwenden, was größer ist als das. Die wirklich großen werden wir nicht an deinem Hintern verwenden. Ich will das Loch nicht so weit dehnen, dass es nicht mehr zum Ficken geeignet ist. Wie auch immer, das deckt diesen Teil der Sache ziemlich gut ab. Mal sehen, habe ich was verpasst? Lass uns über die Schreie reden. Ab und zu haben wir Schreierin. Eine Schlampe, die die ganze Zeit nur schreien will. Und das bringt sie definitiv in Schwierigkeiten. Denn es geht mir auf die Nerven. In Kürze wird dieser Knebel entfernt werden. Wir leben in einer abgelegenen Gegend, daher ist Schreien normalerweise kein Problem. Im Spielzimmer ist es wegen der Schallisolierung überhaupt kein Problem. Aber es regt mich tierisch auf. Gelegentlich höre ich eine Schlampe gerne schreien, aber normalerweise nicht. Das Einzige, was dir das Schreien herbringt, ist eine Menge Strafe. Und wenn du es zur Gewohnheit machst, werde ich dir einfach einen Ballknebel in den Mund stecken. Und dieser wird nur herausgenommen zum Essen und zum Lutschen. Das mit dem Sprechen habe ich dir bereits gesagt.
Versuch nicht, ein Gespräch anzufangen. Sag nichts. Du wirst bestraft werden. Wenn du rauchst, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, damit aufzuhören. Ich werde dir keine Zigaretten kaufen. Und wenn du darum bittest, wirst du nur ein paar Peitschenhiebe bekommen. Vergiss nicht. Wenn du etwas gefragt wirst, sag ja, Herrin, nein, Herrin. Wenn du auf die Toilette musst, heißt es, Herr, Herrin, darf ich bitte auf die Toilette gehen? Wenn du einen Befehl erhältst, bestätige ihn immer verbal mit Ja, Herrin, und befolge ihn dann. Das ist nicht allzu schwierig. Ein aufgewecktes kleines Ding, so wie du, sollte sehr schnell lernen können. Es wird Zeiten geben, in denen du unter Stress stehst. Ein gewisser Maß an Stress und du könntest es vergessen, aber das ist keine Entschuldigung. Jedes Mal, wenn du es vermasselst, wirst du bestraft werden. Wenn du ein paar Tage hier bist, wird das irgendwann automatisch passieren und es wird kein Problem mehr sein. Mir ist klar, dass du nach einer Weile, wenn ich den Knebel abnehme, wirklich versuchen wirst, mit mir zu reden, mich zu überreden, dich freizulassen und so weiter. Denn mit gefesselten Hand- und Fußgelenken ist dein Mund die einzige Verteidigung, die du hast. Aber tu es nicht. Es wird nicht funktionieren und du wirst bestraft. Dein erster Tag hier wird nicht allzu schwierig sein. Es wird keine ernsthaften Kerkerspiele geben. Deine Ausbildung hat bereits begonnen. Also müsst ihr sehr vorsichtig sein, was ihr sagt und wie ihr euch verhaltet. Aber zum Großteil wird es ein wenig Erkundung geben. Wir werden uns mit deinem Körper vertraut machen und ein bisschen ficken und lutschen. Wir werden dich vielleicht ein wenig mit unseren humaneren Spielzeugen ärgern. Aber nichts Ernstes. Es wird eine Art Eingewöhnungsphase sein. Sagen Sie nichts. Wehr dich nicht und leiste keinen Widerstand, egal was du tust, denn wir werden sofort damit beginnen, die Regeln durchzusetzen. Später werde ich dir eine Reihe von Fragen stellen, da ich mich in den nächsten 2 oder 3 Monaten um deinen Körper kümmern werde, muss ich einige Dinge wissen. Ich habe einen Fragebogen vorbereitet, den ich mit jedem neuen Gefangenen ausfülle. Einige der Fragen werden peinlich sein, aber du solltest die wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Ich will dich nicht beim Lügen erwischen. Die Fragen beziehen sich auf deinen körperlichen Zustand, auf Krankheiten, über die ich Bescheid wissen muss, auf Medikamente, auf sexuelle Gewohnheiten, auf sexuelle Vorlieben, auf eventuelle Geburt oder das Datum deiner Periode und so weiter. Jetzt hat ihre Ausbildung bereits begonnen. Jedes Mal, wenn ich ihnen eine Frage stelle auf dem Fragebogen, gibt es einen richtigen Weg, sie zu beantworten, den ich ihnen in ein paar Minuten erläutern werde. Während wir den Fragebogen durchgehen, werden sie auf einem Gynäkologenstuhl festgeschnallt. Ihre Füße stehen in Steigbügeln und ihre Knie sind weit gespreizt, so dass alles frei liegt. Ich behalte ein Mädchen gerne so, während sie die Fragen beantwortet, damit ich alles untersuchen und überprüfen kann. Was sie mir sagen, könnte den Gebrauch als Sexsklavin beeinflussen. Wenn sie irgendeine Art von Krankheit haben, lassen sie es mich auf jeden Fall wissen. Wir werden es besprechen und vielleicht Anpassungen vornehmen. Wir werden sie nicht loswerden, aber wir können Anpassungen vornehmen. Wir werden wahrscheinlich schon bald mit dem Fragebogen beginnen. Sie werden nackt sein und wie ich schon sagte, werden sie auf einem Gynäkologenstuhl festgeschnallt sein, damit sie nicht wackeln oder sich winden können. Sie werden bei der Beantwortung der Fragen ziemlich viel reden und ich bin mir sicher, dass wir gleichzeitig mit ihrem Sprachtraining beginnen werden. Bevor wir also mit dem Fragebogen beginnen, werden 2 kleine elektrische Klammern an ihre Brustwarzen angebracht. Jedes Mal, wenn eine Frage gestellt wird, werden sie richtig reagieren. Wenn ich sie zum Beispiel frage, wie alt sie sind, antworten sie, Herr, ich bin 19 Jahre alt. Beantworten sie die Frage vollständig und sagen sie nicht weiter. Wenn sie eine Frage mit Ja oder Nein beantworten müssen, sagen sie Ja, Herr oder Nein, Herr. Wenn ich sie nach dem Datum ihrer Periode frage, sagst du, Herr, meine Periode ist so und so. Wenn ich dich nach der Geburt eines Kindes fragen sollte, sagst du, nein, Herr, oder Herr, ich habe vor einem Jahr ein Kind bekommen, oder was auch immer. Beginnen Sie jeden Satz mit Herr und lassen Sie sich Zeit. Wir werden nicht in Eile sein. Denk darüber nach, was du sagen willst, bevor du es sagst. Denn jedes Mal, wenn du missbaust, wird ein kleiner Knopf gedrückt, und ein paar tausend Volt Strom durch deine Nippel bis zu deinen Titten geschickt. Du bist in Ausbildung, also wird es nur ein kurzer Stromstoß sein. Ich werde ihn nicht gedrückt halten, um dich zu foltern. Aber jedes Mal, wenn du etwas vermasselst, wird es ein bisschen schlimmer werden.
Nimm dir also Zeit, beantworte die Fragen richtig, ich werde dich nicht drängen. Wir werden nicht in Eile sein. Denken Sie über jeden Satz nach, den Sie sagen werden. Und beginnen Sie mit Herr. Wenn du das gut schaffst, dein Reden im Griff hast und den Mund hältst und uns keinen Ärger machst, dann wird der erste Tag für dich sehr angenehm werden. Ich werde dir ein paar Dildos in die Löcher zwischen deinen Beinen stecken. Aber es werden keine großen sein. Im Grunde will ich mich nur mit euren Geschlechtsorganen und der Größe der Löcher vertraut machen. Alle Mädchen sind unterschiedlich. Im Laufe des Tages wirst du mehrfach vergewaltigt. Aber das ist keine große Sache. Am zweiten Tag, nachdem du dich mit den Regeln und dem Ablauf vertraut gemacht hast, werden wir zur Sache kommen. Vieles davon wird für dich sehr unangenehm sein. Doch du solltest dich daran gewöhnen, denn es wird eine Zeit lang so sein. Irgendwann werden sich die Dinge beruhigen und sie leben dann von Tag zu Tag. Nun, ich glaube, ich habe Ihnen alles gesagt, was ich sagen kann. Ich kann die Zukunft nicht vorhersehen. Ich kann keine Änderung des Verfahrens vorhersehen. Aber wenn dieses Band für Sie abgespielt wird, müssen Sie davon ausgehen, dass es noch einigermaßen genau ist. Und ich kann Ihnen nur einen Rat geben. Sei klug und überlebe. Schreien Sie niemals. Sprich nie ohne Erlaubnis. Sei leise, fügsam und gehorsam. Und zeig auf jeden Fall den nötigen Respekt. Hab einen schönen Tag. Ich habe mir jetzt einen Tag genommen, nachdem ich das Transkript eingelesen habe. Ich brauchte auch ein bisschen, um das Gelesene zu verarbeiten. Ich möchte nicht wissen, wie unglaublich schlimm es für die Opfer gewesen sein muss, in dieser Situation zu sein. Das, was David Parker Way, seine Freundin Cindy Handy und seine Tochter Jessie Ray diesen unschuldigen Menschen angetan haben, ist nicht in Worte zu fassen. Ich nehme an, dass die meisten Menschen auf diesem Kanal schon mal von der Horrorfilmserie Saw gehört haben. Das hier ist wie Saw, nur mit echten Menschen. Wenn man darüber nachdenkt, wird einem einfach nur schlecht. Vielleicht ist es zu einfach gedacht, aber für mich haben alle aktiv beteiligten Menschen nichts anderes verdient als genau das, was sie ihren Opfern angetan haben. Dennoch habe ich noch einige interessante Infos über den Fall, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die habe ich bewusst nicht in die Doku gepackt, um die Doku aufs Wesentliche zu reduzieren. Ich habe mir natürlich selber auch viele Dokumentationen zu dem Fall angesehen. In einer davon wird von einem Experten gesagt, dass Ray Handy nur langsam in seine Welt einführen wollte. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was die Frauen, die über Monate bei Ray gefangen gehalten wurden, durchgemacht haben. Die drei Frauen, von denen man weiß, waren ja nie mehr als einige Tage gefangen, was nicht falsch zu verstehen ist. Ich möchte auf gar keinen Fall das Leid dieser Frauen oder die Erfahrungen, die gemacht haben, schmälern oder kleinreden, sondern vielmehr darauf aufmerksam machen, was Opfer erlebt haben müssen, die noch länger dort gefangen waren. Es ist davon auszugehen, dass Ray schon in seiner Jugend damit angefangen hat, Mädchen zu vergewaltigen. Wie in den Tonbandaufnahmen angesprochen, sagte er selber, ich zitiere nochmal, ich vergewaltige Schlampen, seitdem ich alt genug war, um mir einen runterzuholen und kleine Mädchen die Hände auf den Rücken zu fesseln. Auch FBI-Ermittler gehen davon aus, dass er bereits im Alter von 14 Jahren damit angefangen haben könnte. Der für mich wahrscheinlich erschreckendste Fakt ist allerdings, dass das FBI bereits von David Parkaway wusste. Da seine Tochter, die später zur Mittäterin geworden ist, bereits im Jahr 1986 dem FBI den Tipp gegeben hat, dass ihr Vater Frauen gefangen hält, sie quält, diese aufnimmt und anschließend die Aufnahmen von den Frauen sowie die Frauen nach Mexiko als Sexsklaven verkauft haben soll. Wie viel an der Geschichte dran ist, also dass er die Aufnahmen sowie die Frauen verkauft haben soll, kann ich allerdings nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ein FBI-Mitarbeiter namens Doug Beldon bestätigt hat, dass Jessie Ray Kontakt zum FBI hatte, das FBI auch in Richtung David Parkaway ermittelt hat, da allerdings keine Namen der Frauen bekannt waren, die Ermittlungen zu nichts geführt hätten. Im Jahr 1989 wurde David Parkaway vom FBI kontaktiert, da er zu diesem Zeitpunkt SM-Spielzeug verkauft hat. Ob und wie viel das mit der Anschuldigung seiner Tochter zu tun hat, kann ich allerdings nicht sagen. David Parkaway war halt nicht dumm, der hat akribisch darauf geachtet, dass es unglaublich schwer für die Behörden sein wird, gegen ihn überhaupt irgendwas zu unternehmen. Selbst nach seiner Festnahme hat er es den Ermittlern nicht leicht gemacht. Er bestand die ganze Zeit auf der Aussage, dass die Frauen freiwillig mit ihm mitgegangen sind und dass es zu freiwilligen Sex geführt hätte. Durch den Tod von Angelica und dadurch, dass Catherine als Prostituierte gearbeitet hat und ein Drogenproblem hatte, war es unglaublich schwer, Ray überhaupt zu verurteilen. Kelly war die Hauptzeugin, allerdings in der ersten Verhandlung schaffte es die Staatsanwaltschaft nicht, die Jury davon zu überzeugen, dass Ray gegen den Willen der Frauen gehandelt hat. Die erste Verhandlung endet in einer Hung Jury, das so viel heißt, dass
einige Leute davon ausgehen, dass er schuldig ist, andere, dass er unschuldig ist und die beiden Parteien es nicht schaffen, sich gegenseitig voneinander zu überzeugen. In der zweiten Verhandlung wurde dann allerdings die Kassette als Beweismittel zugelassen und so wurde Ray innerhalb von 5 Stunden einstimmig für schuldig befunden. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie dieser ekelhafte Mann dort mit Tränen in den Augen aus dem Gerichtssaal rausgeführt wird. Also es ist echt einfach nur schön. Wie bereits erwähnt, gehen Ermittler auch davon aus, dass er rund 60 Frauen umgebracht haben könnte. Allerdings, wie wir ja bereits wissen, wird er nie für einen Mord verurteilt, da keine Leiche gefunden werden kann. Trotz einiger guter Hinweise, wie zum Beispiel eine Karte des größten Sees aus der Stadt, wo er gewohnt hat, die mit einigen X markiert waren, konnten trotz dreimaliger Tauchgänge an diesen Stellen keine Leichenteile oder ähnliches gefunden werden. Es wird eh vermutet, dass er die Leichen in der Wüste von New Mexico versteckt hat. Was quasi heißt, dass es eine unglaublich große Versteckmöglichkeit durch unzählige Höhlen, alte Minen und dergleichen gibt, dass es scheint, dass es unmöglich ist, jemals Überreste einer Person zu finden. Natürlich wurden diese auch untersucht, allerdings, wie gesagt, wurde nichts gefunden. Mittlerweile sind die Suchen wahrscheinlich, das ist jetzt meine Vermutung, einfach eingestellt und es hätte einfach schon mit unglaublichem Glück zu tun, falls eine Privatperson da mal was finden würde. Noch ein interessanter Punkt ist der Name Dennis Ray Yankee in David Parkaways Leben. Yankee wird als Mittäter angesehen und gab an, bei mindestens einer Vergewaltigung und Tötung beteiligt gewesen zu sein. Obwohl dieser Punkt sehr, sehr interessant ist, habe ich den gezielt rausgelassen, da nie einer der Ray-Familienmitglieder in dem Fall rund um Yankee verurteilt wurde. Allerdings behauptet Yankee, dass er mit der Hilfe von David Parker und Jesse Ray seine damalige Ex-Freundin namens Mary Parker entführt und in der Toybox vergewaltigt, gequält und getötet haben soll. Er gab an, dass David Parkaway auch einige Aufnahmen und Bilder gemacht hat. Jesse hätte eine ähnliche Rolle wie bei der Entführung von Kelly gespielt. Nachdem Mary Parker nach Aussagen von Yankee mehrfach vergewaltigt worden ist, soll David Parkaway ihm dazu gezwungen haben, sie umzubringen. Er habe dann die Leiche gemeinsam mit Ray entsorgt, allerdings wurde nie eine Leiche von Mary gefunden, obwohl die Orte mehrfach mit Yankee zusammen abgesucht worden sind, wo er angeblich mit Ray die Leiche verstaut haben soll oder weggeschafft haben soll. Daraufhin behauptet er, dass er davon ausgeht, dass David Parkaway die Leiche umpositioniert hat. Es wird stark angenommen, dass die Geschichte von Yankee der Wahrheit entspricht. Yankee wurde übrigens für die Tat zu einer 30-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Der wurde vorerst dann nach 11 Jahren entlassen und hat irgendwie seine Bewährungsauflagen nicht eingehalten und soll jetzt im Jahr 2021 wieder auf freiem Fuß sein. Im ganzen Fall rund um David Parkaway stellen sich mir viel mehr Fragen, als ich Antworten habe. Eine zum Beispiel, die ich mir sofort beim Einlesen gestellt habe, war, dass dort angesprochen wird, dass die Aufnahme aus dem Jahr 1993 stammt, dort aber bereits von einer Herrin gesprochen wird, obwohl er Handy erst im Jahr 1999 kennengelernt hat. Ob er diesen Teil einfach nicht überarbeitet hat, was für mich keinen Sinn ergeben würde, weil er gefühlt alles andere minutiös geplant hat oder vielleicht seine Ex-Frau auch in die Taten früher involviert gewesen ist. Vielleicht ist allerdings auch seine Tochter gemeint, die aus irgendwelchen Gründen scheinbar den Verstand verloren hat. Und bei dieser Art Menschen ist Inzest für mich nicht der weit entfernteste Gedanke, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir ganz sicher, dass das Quälen von Frauen seine einzige Motivation im Leben war. Er hat über 100.000 Euro allein in den Ausbau dieser Toybox gesteckt. Der Großteil seiner Folterwerkzeuge waren selber gebaut. Quasi hat er sein gesamtes Leben da reingesteckt. Dies ist jetzt ein sehr unpassender Vergleich. Mir fällt leider aber kein besserer ein und ich bitte darum, dass er nicht falsch verstanden wird. Kennt ihr das, wenn so ein altes Ehepaar, wenn einer von beiden stirbt und kurz darauf der Partner der Person verstirbt? Für mich hat das irgendwie das gleiche Gefühl, natürlich nur viel, viel, viel dunkler und viel trauriger. Ich hoffe, der Vergleich wird nicht irgendwie falsch ausgelegt oder falsch verstanden, aber das war von vornherein mein Gedanke, als ich gehört habe, dass er halt echt kurze Zeit danach im Gefängnis verstorben ist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich euch das mitteilen muss. Und vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, der das so sieht. Ich hoffe, dass eines Tages die Mordopfer gefunden werden und ordentlich beigesetzt werden können. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit, vielen lieben Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Falls du magst, kannst du gerne deine Gedanken, deine Gefühle, deine Meinung in die Kommentare schreiben. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer vielen lieben Dank und ciao.